Haarausfall. Mehr als 2 von 3 Männern leiden darunter. Dagegen hilft ein Medikament. Doch das steht im Verdacht, schwere Nebenwirkungen auszulösen. Es hätte nicht viel gefehlt, wo ich gesagt hätte, ich springe von der Brücke. Das muss vom Markt, dieses Medikament für junge Männer, wegen dieser Nebenwirkungen. Es geht um den Wirkstoff Finasterid. Männer bekommen die Tablette auf Rezept vom Hautarzt. Es verhindert den erblich bedingten Haarausfall. Einer dieser Männer ist er. Wir nennen ihn Sebastian Schmidt. Er möchte unerkannt bleiben. Es fängt 2012 an. Sebastian hat Haarausfall. Sein Arzt rät ihm, es mit einem Schaum auszuprobieren. Doch ohne Erfolg. Der Arzt rät ihm dann zur Tablette. Schreibt ein Rezept für Finasterid. Der sagte, naja, also die Tablette ist sicher deutlich wirksamer als der Schaum, woraufhin ich dann nachfragte, wie sieht es mit Nebenwirkungen aus? Dann sagte er, er würde das seit Jahren in seiner Praxis verschreiben und es würde aus seiner Sicht keine Nebenwirkungen geben. Es wäre sehr gut verträglich, hat er gesagt. Sebastian vertraut seinem Arzt und beginnt Finasterid zu nehmen. Jeden Tag eine Tablette. Finasterid greift tief in den Stoffwechsel ein. Es hemmt die sogenannte 5-Alpha-Reduktase in den Zellen. Dort wird normalerweise Testosteron umgewandelt in Dihydrotestosteron. Das hat mehr Kraft. Es sorgt dafür, dass bei Kindern die männlichen Geschlechtsorgane ausgebildet werden, aber auch für das Wachstum der Körperbehaarung. Doch zu viel Dihydrotestosteron kann dazu führen, dass die Haare auch wieder ausfallen, und zwar auf dem Kopf. Finasterid blockiert die Produktion dieses Superhormons. Der gewollte Nebeneffekt? Die Haare fallen nicht mehr aus. Finasterid wirkt schon sehr gut, was den Haarausfall angeht. Das heißt, fast alle Männer berichten, dass wesentlich weniger Haare ausfallen. Sebastian ist 32, als er anfängt, Finasterid zu nehmen. Und merkt schnell Nebenwirkungen. Besonders, wenn es um Frauen geht. Ich bin abends ausgegangen, habe die in einem Club kennengelernt und wir sind dann zu ihr und hatten Sex. Und ich habe keinen Orgasmus bekommen, was für mich sehr ungewöhnlich war und was in meinem Leben vorher nie passiert war. Sebastian kann keine Erektion mehr bekommen. Sex ist nicht mehr möglich. Finasterid ist schon seit Jahrzehnten auf dem Markt und wird eigentlich zur Behandlung von Prostataproblemen eingesetzt. Der Urologe Hartmut Porst kennt es schon lange. Die Hauptindikation ist die vergrößerte Prostata für ältere Männer. Da ist es ein hervorragendes Präparat, weil es den älteren Männern eine Operation ersparen kann. Die zweite Indikation, die später kam, ist das Verhindern des Haarausfalles bei jungen Männern. Im Schnitt einmal pro Woche stellt sich bei ihm ein neuer Patient vor, mit starken Nebenwirkungen von Finasterid. Die beklagen, dass sie die Eichel nicht mehr fühlen, dass sie das Orgasmusgefühl verloren haben, dass sie null Bock auf Sex haben und viele haben natürlich auch Erektionsstörungen. Das sind die typischen Beschwerden der jungen Männer, weshalb sie dann letzten Endes mich aufsuchen. Wie viele Männer, so wie Sebastian, betroffen sind, weiß man nicht. Da Finasterid ein Lifestyle-Medikament ist und von den Kassen nicht übernommen wird, gibt es keine genauen Zahlen darüber, wie oft es verschrieben wird. Und weil das sogenannte Post-Finasterid-Syndrom nicht als Krankheit gilt, gibt es auch hier keine Zahlen. Niemand weiß, wie viele Menschen so leiden wie Sebastian. Bereits 2018 wurden der WHO 15.000, das ist eine ordentliche Zahl, von Nebenwirkungsfällen mit Finasterid berichtet. Und das Interessante dabei ist, dass das Durchschnittsalter dieser Gruppe 32 bis 34 Jahre war. Besonders ungewöhnlich? Die Nebenwirkungen nehmen bei Sebastian zu, obwohl er aufgehört hat, die Tabletten zu nehmen. Das ist so ein Gefühl, als wenn einer mit Nadeln die ganze Zeit in die Schulter stechen würde und die Körpermitte und der ganze Unterleib ist taub und das würde ich an erster Stelle als ein Gefühl beschreiben, was ekelhaft ist, ja. Und dazu kommt dann noch, dass ich an massiver Schlaflosigkeit leide. Und er bekommt starke Depressionen. Sebastian kann nicht mehr arbeiten, verliert seine Firma, muss alle Angestellten entlassen. Das Post-Finasterid-Syndrom ist als eigenständige Krankheit nicht anerkannt. Erst 2018 warnen die Hersteller in einem sogenannten Rote-Handbrief vor Risiken. Für Sebastian zu spät. Niemand kann damals seine Symptome erklären. Chronische Schmerzen, Luststörungen, Schlafmangel und die Depressionen.
und noch heute übersehen viele Ärzte die Zusammenhänge. Der Hormonforscher Michael Zitzmann aber ist sich sicher, dass hinter diesem Beschwerdebild Finasterid stecken kann. Finasterid hat ja auf jeden Fall, so scheint es jedenfalls, Wirkung auch im psychiatrischen Bereich, indem es diese Probleme auslöst. Man kennt von anderen Psychopharmaka, dass Nebenwirkungen auftreten, wenn man sie absetzt. Darum halte ich es für möglich, dass es auch bei Finasterid so der Fall ist. Die Hypothese ist, dass Finasterid nicht nur in den Testosteronstoffwechsel eingreift, sondern auch an anderen Stellen. So wird vermutet, dass es das Gleichgewicht der Hormone, die für eine ausgeglichene Stimmung sorgen, für immer schädigt, was dann zu einer dauerhaften Depression führt. Das ist eine Idee, die das Ganze erklären kann. Eher scheint mir auch plausibel, aber die muss natürlich noch genauer erforscht werden. Ein Postfinasterid-Syndrom zu beweisen, ist bisher schwierig. Im Blut findet man zum Beispiel nichts. Sebastian Zwierte sehen heute, Jahre nachdem er das Medikament abgesetzt hat, gut aus, obwohl er immer noch leidet. Deshalb will er vor allem erreichen, dass junge Männer nicht leichtfertig zur Pille greifen, nur wegen ein bisschen Haarausfall. Wenn man diese Nebenwirkungen bekommt, die ich bekomme, dann ist das Leben zerstört. Und nichts auf der Welt ist es wert, sich sein Leben zerstören zu lassen. Erst recht nicht eine hübsche Frisur.